Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Sonderfahrt Schwerin. Ich begrüße Sie hier wieder vom Gelände des Nahverkehrs Schwerin. Im Hintergrund das Gefährt, die Traditionsbahn, die uns gleich durch die Stadt tragen wird, aus dem Jahre 1926 übrigens. Und an meiner Seite heute ein Mann, der die Nahverkehrsgeschichte hier in Schwerin mitgeschrieben hat, Norbert Klatt. Und mit ihm wollen wir heute sprechen über die Geschichte natürlich des Nahverkehrs in Schwerin und natürlich auch seine persönliche Geschichte. Herr Klatt, herzlich willkommen. Schön, dass wir das möglich machen können hier. Vielen Dank, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Ja. Und uns kuschieren heute wieder Herr Lenz und Herr Roos durch die Stadt. Dafür auch vielen Dank. Steigen wir ein. Ja, liebe Zuschauer, da sind wir in der Traditionsbahn aus dem Jahr 1926. Wir haben schon gesagt und wir fahren jetzt über das Gelände des Nahverkehrs hier in Schwerin. Können Sie noch mal, Herr Klatt, was dazu sagen, zu diesem Gelände hier, wozu das eigentlich dient alles? Ist ja einerseits natürlich Betriebshof der Straßenbahn, andererseits natürlich aber auch gekoppelt mit anderen Unternehmen. Naja, es ist schon unser Betriebsgelände. Das ist 1976 wurde der Grundstein gelegt. Hing damals mit der Elektrifizierung bzw. mit dem Anbinden des Industriegebiets in Schwerin Süd zusammen. Damals wurde unter anderem die Strecke, aber eben auch dieser Betriebshof gebaut, 79, 80 in Betrieb genommen. Und im Grunde werden hier alle Instandsetzungsarbeiten der Straßenbahn ausgeführt. Man kann sagen, wir haben eine Fertigungstiefe von fast 100% bei der Straßenbahn. Und eben auch alle Busreparaturen, die Waschleistungen, alles, was an Infrastruktur nötig ist, um die Fahrzeuge sicher in den Betrieb zu bringen. Auch die technischen Bereiche sind hier angesiedelt. Und wir haben einen guten Vermietungsstand. Das Gebäude war natürlich zu DDR-Zeiten anders ausgelastet. Das gehörte fast nur dem Nahverkehr. Der obere Teil war ein Planungsbüro. Und jetzt ist es inzwischen so, dass wir nur noch ein Drittel, also von den vier Etagen eine Etage nur noch zu zwei Drittel benutzen. Und auch auf dem Hof dann für die Infrastruktur, die SAS jetzt inzwischen auch als Mieter, aber eben auch für die Infrastruktur haben. Und wir machen ja in den Werkstätten relativ viel auch für Fremde, also in der Buswerkstatt vor allen Dingen als Drittgeschäft. Für die Polizei zum Beispiel oder für die Feuerwehr komplett sichern die Tankerei für die Rettungswagen und so weiter. Also das wird hier relativ viel natürlich in der Vorbereitung gemacht. Die Leitstelle sitzt hier, die Fahrer fangen hier an, die Busse werden hier abgestellt, das gehört alles mit dazu. Ja. Also der Anlass, liebe Zuschauer, für unsere heutige Fahrt, jetzt fahren wir übrigens gerade durch den Tunnel hier. Ja, die Unterführung, ne? Unterführung, was ist der Unterschied zwischen Unterführung und Tunnel? Naja, es ist eben, im Tunnelbetrieb sind eine Reihe weiterer Sicherheitsmaßnahmen nötig und da sie relativ kurz ist, diese Unterführung, das ist eben nur eine Unterführung, sodass man also nicht den typischen Tunnelbetrieb hier leisten muss. Ach so, ich dachte immer, wenn es dunkel wird, ist ein Tunnel. Ja, ja, das könnte man so sagen, aber es wird ja schnell wieder hell, deswegen ist es nur eine Unterführung. Okay, alles klar. Nee, also liebe Zuschauer, der eigentliche Anlass für unsere Fahrt heute, das ist ein Stück Nahverkehrsgeschichte hier in Schwerin, wenn man so will, jetzt zu Ende geht, weil Herr Klatt als Geschäftsführer aus dem Unternehmen aussteigt und ein neuer Geschäftsführer hier kommt. Und Sie haben wesentlich natürlich die letzten 30 Jahre, 40 Jahre hier Nahverkehrsgeschichte mitgeprägt in Schwerin. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, was den Nahverkehr hier in Schwerin ausmacht. Erstmal natürlich die Frage, Herr Klatt, warum steigen Sie aus? Sie sehen ja noch gar nicht so alt aus. Und ich weiß ja, dass Sie erst 60 Jahre alt sind oder 60 Jahre alt werden. Warum dieser Ausstieg zum jetzigen Zeitpunkt? Ja, das ist genau der Punkt. Man muss, glaube ich, den richtigen Zeitpunkt erwischen, wann es wirklich Zeit wird. Ich werde ja jetzt genau am 1. 60 und genau am 31. höre ich dann auf. Natürlich gibt es auch eine Reihe Leute, die dann in diese Fußstapfen treten werden und insofern auch weiterführen. Da sagen wir nachher sicherlich noch drei Worte dazu. Insofern muss man gucken, was denn jetzt auch privat und persönlich noch auf einen zukommt. Das sind drei Viertel des Lebens sind morgen, muss man ja leider Gottes so sagen. Ich hoffe, dass ich noch ein Viertel habe und ich habe doch so viele Interessen und so viele Sachen, die ich gerne machen möchte. Und dazu braucht man Zeit und Zeit war in den letzten Jahren natürlich immer Mangelware. Und insofern bin ich jetzt froh, dass man diese Möglichkeit hat, alles das zu tun, was man eventuell nicht machen wollte oder konnte und jetzt eventuell die Möglichkeit besteht. Und insofern ist das, glaube ich, der richtige Zeitpunkt. Außerdem, das muss man vielleicht auch sagen, man wird zwar nie fertig, aber wir sind in einer Situation, wo wir relativ viel erledigt haben, was das Unternehmen betrifft, also was Investitionen betrifft, die Fahrgastzahlen steigen. Also viele Dinge sind auch gerade in einem sehr, sehr, sehr guten Zustand. Und in so einer Situation das Unternehmen zu übergeben, ist natürlich besonders verlockend. Und ich bin auch froh darüber, dass es so ist. Und ich bin auch froh darüber, dass ich so einen Nachfolger bekomme,
der das sicherlich in dem Sinne auch weiterführen wird. Das sind so die Hauptgründe. Es gibt eine Reihe von weiteren Gründen. Meine Frau freut sich, die Familie wird sich sicherlich freuen und meine Enkelkinder sind auch noch da. Und ich habe auch viele Kleinigkeiten, die man so gerne, wie gesagt, privat machen will, Quad fahren und solche Sachen. Ja, du gibst ja heute sozusagen in der deutschen Gesellschaft ja genau den gegenläufigen Trend. Das heißt, die Leute arbeiten länger, die Leute müssen heute bis 67 teilweise arbeiten. Und man kann ja sagen, dass man heute sozusagen in der Politik ist ja 80, gar kein Alter mehr und so weiter und so fort. Gibt es da schon etwas, was so am Horizont lauert, vielleicht ein Verband des Nahverkehrs, irgendwie überregional oder sowas? Also ich weiß, dass Sie das gerne rauslocken wollen, aber es gibt so etwas nicht und im Moment würde ich da auch nichts zu sagen. Mal gucken, was das Leben so bringt. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich noch 20 Jahre habe und die werde ich wahrscheinlich auch relativ sinnvoll nutzen. Okay, gehen wir mal zurück an die Anfänge. Wie sind Sie zum Nahverkehr gekommen? Im Vorgespräch haben Sie mir ja schon einiges erzählt. Sie waren ja nicht auf der Schiene zu Hause, sondern Sie waren ja erst auf dem Wasser zu Hause. So war es, ja genau. Also ich wollte eigentlich, das muss man vielleicht zu Beginn sagen, ich wollte immer mal Fernfahrer werden, wollte Kfz-Schlosser werden und das hat aber nicht funktioniert. Nee, es hätte vielleicht funktioniert, aber ich hätte kein Abitur machen können und bei der Seefahrt ging das. Deswegen bin ich zur Seefahrt gegangen, habe Vollmatrose der Handelsschifffahrt mit Abitur gelernt. Das war eine total super Ausbildung, auch sehr umfangreich, sehr vielseitig. Im Endeffekt gut abgeschlossen, aber da ich das Abitur ja gemacht habe, hätte ich das große Patent machen müssen. Zwischendurch dann zur Armee. Bei der Armee war ich dann Militärkraftfahrer und eigentlich in dieser Situation, auch das, wenn man so die Abläufe bei der Seefahrt dann so kennt, dann weiß man, Familie ist eigentlich eher so ein Problem. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch meine Frau schon kennengelernt und die spielte auch in diesem Falle eine sehr große Rolle. Und natürlich ist klar, dass man dann auch gerne zu Hause sein möchte, eine Familie gründen möchte. Und dann war es die Weiße Flotte, die seinerzeit die neuen Schiffe bekommen sollte, also ja, von der Armee kam. Und deswegen bin ich zum Nahverkehr zur Weißen Flotte, wollte ich eigentlich anfangen. Ich würde aber gerne nochmal nachhaken, Lehrer, Ausbildung. Das war in Rostock. Das war in Rostock, ja. Ja, und da waren Sie auch auf dem berühmten Georg-Büchner-Schiff, auf dem Ausbildungsschiff untergebracht? Wir sind da drauf gefahren. Das war ja immer ein Abschnitt. Ja, das war total interessant. Wir waren übrigens nicht auf der Büchner, sondern auf der Fichte. Das war ja das zweite Ausbildungsschiff, aber es gab ja zwei. Und wir waren dann auch in so einem Ausland, was natürlich total verlockend in dieser Jugendzeit war, wo man so im Normalfall ja nicht hinkam. Also nach Kuba, Mexiko, Trinidad und auch in Hamburg und London und solche Orte in Schweden. Das war schon sehr gut, aber die Ausbildung an sich, die war auch sehr vielseitig, weil so eine Stadt ist natürlich, so ein Schiff ist wie so eine Stadt. Also da gehört irgendwie die gesamte Infrastruktur und das müssen diese Leute, die dort an Bord sind, natürlich alles bewerkstelligen. Und das muss man natürlich auch lernen. Und insofern war es hochinteressant und ich bereue es überhaupt nicht, diese Ausbildung gemacht zu haben. Im Nachhinein ist es natürlich so, aufgrund dieser Tatsache, weil man ja auch technisch ausgebildet wurde, konnte man auch aufbauen und konnte man natürlich auch im Nahverkehr ein Stück weit das einbringen. Noch heute gibt es ja in Rostock die Traditionstreffen der deutschen Seereederei. Das ist erstaunlich, da kommen immer tausende ehemalige Seeleute hin und treffen sich in der großen Halle, meistens in der Messehalle in Rostock und schwadronieren natürlich über die Vergangenheit, ob das nur die Funker sind, die Maschinisten und wie auch immer. Sind Sie auch noch mit dabei? Nee, ich war ja zu kurz nur dabei. Also man muss ehrlicherweise sagen, nach der Armeezeit bin ich dann schon mal im Nahverkehr angefangen, 79, und da war es dann, für die Tradition war das noch nicht lange genug. Ja, man sagt ja der Ausbildung bei der deutschen Seereeder auch nach, dass es sehr militärisch zuging, also sehr streng auch. War das so? Ja, das war so. Also es war so halb militärisch, das ist schon so. Wir waren unter anderem auch zur Ausbildung auf dem Segelschulschiff, der Wilhelm Pieck damals, und eben auch was so die Abläufe betraf, das war schon relativ stringent. Ist, glaube ich, aber auch nötig. Also es ist ja auch ein Sicherheitsproblem oder ein Sicherheitsthema allgemein. Das muss alles in Ordnung haben. Und ein Fehler kann schon mal dazu führen, dass viele Leute Schaden erleiden. Und deswegen finde ich das grundsätzlich auch in Ordnung. Ja? Aber wurden Sie auch mal Kiel geholt? Nee, solche Sachen nicht. Das sowieso nicht. Und wir sind ja auch nicht über den Äquator gekommen. Da gibt es ja auch noch so, es gibt ja auch viele solcher Spielerchen. Das haben wir. Keine Äquatortaufe? Bin ich über den Äquator gekommen. So lange war ich nicht dabei. Okay, das hätte ich jetzt noch gefragt natürlich, eine Quartertaufe. Nee, okay, dann zurück zum Nahverkehr. Sie sind hier bei der Weißen Flotte eingestiegen, die früher über den Nahverkehr hier mit betrieben wurde. Ja, die Weiße Flotte gehört ja zu 100% zum Nahverkehr. Die wurde komplett vom Nahverkehr gemanagt. Ich bin deswegen angefangen, aber die Schiffe kamen erst, ich bin ja im Mai von der Armee gekommen und die Schiffe sollten im September, Oktober kommen, sodass ich erstmal als Bereitschaftsfahrer angefangen bin und dann bin ich hier unter anderem in die Mitarbeiter gefahren und die Post gefahren und viele, viele andere Dinge, also im PKW, im Vierschichtsystem oder im durchgängigen Schichtsystem.
Und dann natürlich im Laufe der Zeit lernt man einiges kennen. Da muss ich mal sagen, meinen ehemaligen ökonomischen Direktor, den kann ich heute noch dafür danken. Es war damals zu DDR-Zeiten fast unmöglich, irgendwie Kfz-Technik zu studieren. Und er hat mich auch ein Stück weit bestärkt in diesem Wunsch. Ich hätte gar nicht daran mitgerechnet, dass sowas ginge. Dann habe ich mich beworben, wurde angenommen. War auch nachher eine relativ kleine Gruppe, die dann tatsächlich diese Ausbildung machen durfte. Und dann habe ich 80 angefangen, Kfz-Technik zu studieren. Und dann stand nicht mehr zur Debatte, zur Weißen Flotte zu gehen, sondern dann ging es eher in Richtung Technik, Instandsetzung und wurde dann so ein Nachwuchskader für die Instandhaltung eben. Ja, aber Weiße Flotte, sind Sie denn auch hier gefahren auf den Schiffen? Also selbst gefahren nicht, sondern nur mitgefahren und dann so aus Interesse natürlich, dass man sich damit beschäftigt hat. Der Fahrventeichkreuzer, den kann ich selbst fahren und bin auch selbst gefahren. Der gehörte ja damals auch zur Weißen Flotte und der gehört ja heute noch zu uns. Ja, und das ist das Petermännchen, die Petermännchenfähre auf dem Fahrventeich ist sozusagen das letzte Überbleibsel der Weißen Flotte, immer noch durch den Nahverkehr betrieben. Jawohl, das ist genau der Punkt. Wie gesagt, den kann ich auch fahren und da haben die Berechnung dafür gemacht. Das ist natürlich, es gehört für uns, für Schwerin gehört es dazu und ich finde auch, dass wir da uns unbedingt bemühen sollten, das am Leben zu halten. Das ist natürlich kein super Geschäft oder es ist auch nicht lukrativ, aber ich finde, es gehört für die Touristen dazu, es gehört zur Stadt dazu und deswegen versuchen wir das auch hinzukriegen, dass das läuft. Ein Stück weit Liebhaberei dann? Ja, klar, aber es ist für die Tourismus, für den Tourismus ist es gut, man sagt ja die Innenalster von Schwerin und es hat auch was, finde ich. Und es ist zwar keine riesen Entfernung, aber es ist irgendwas Schönes für die Kinder, für die Touristen, für auch hier Einheimische, die das benutzen. Früher hat es ja sogar eine Linienverkehrsberechtigung gehabt, heute ist es natürlich eher ein bisschen mehr Spaß. Ja, auf alle Fälle. Wir haben auch schon öfters darüber berichtet, über die Petermännchenfähre. Das macht auch immer wieder Spaß, da auf dem kleinen Pfaffenteich umher zu kreuzen. Aber wie wichtig ist denn Traditionspflege für das Unternehmen? Wir sitzen ja hier gerade in einer top restaurierten Straßenbahn aus dem Jahre 1926 und ich hatte ja schon mal mit den Mitarbeitern auch drüber gesprochen, die haben mir das alles erzählt, wie sie im Detail oder so von kleinsten Lederknauf bis zum Schräubchen alles ersetzt, saniert haben und so weiter und so fort. Wie wichtig ist das für ein Unternehmen? Naja, also ich finde, wenn man es dann gemacht hat über die Jahre, man kann das ja nicht nachholen, wenn man es einmal nicht ordentlich gemacht hat über eine Zeit, dann ist es verloren. Das ist mit viel Aufwand verbunden und man weiß ja auch, der Nahverkehr hat immer relativ wenig Geld und es kostet natürlich auch Geld. Man muss sich da schon sehr viel engagieren, dass man das dann aufrechterhält, dass man auch möglichst die technischen Geräte, die sich natürlich über die Jahre total verändert haben, in der Funktionalität, aber auch im Aussehen, in vielen, vielen, vielen Details, dass man die dann auch erhält. Und die erhalten sich ja nicht so, indem man sie einfach in die Ecke schmeißt, sondern muss man sie auch tatsächlich versuchen, so zu präparieren, dass sie halten. Das trifft für Fahrzeuge umso mehr zu. Die Straßenbahn waren so eine AWM-Maßnahme unter anderem. Wir hatten damals einen Altmeister, Herrn Wittich, der hat sich da unheimlich nochmal da reingekniet und hat das mit begleitet und hat vieles nachher am Ende auch mit bewerkstelligt, sodass wir den Wagen dann auch in dieser Form am Leben erhalten konnten. Wir haben ein paar technische Dinge natürlich erneuert, sodass das auch heute unter heutigen Bedingungen technisch möglich ist, die Bahn einzusetzen, aber im Grunde ist sie originalgetreu wieder hergerichtet worden. Wir fahren gerade über den Marienplatz. Das war ja eines der größten Bauvorhaben, auch für den Nahverkehr. In letzter Zeit, sind Sie zufrieden damit, was dabei jetzt rausgekommen ist? Im Ergebnis ist es sehr gut, das muss man sagen. Also der Aufwand war natürlich groß, das muss man auch klar sagen. Und diese Pflasterung, die bisher sich jedenfalls bewährt, die hatte natürlich auch so seine Tücken, was den Bauablauf betraf. Denn wenn nur an die Mecklenburgstraße das Durchfahren dort, also der Marienplatz war ja auch nicht befahrbar, auch von Bussen nicht befahrbar. Und es musste ja Schienenersatzverkehr gefahren werden. Also es waren schon mit unheimlich vielen Schwierigkeiten verbunden. Im Ergebnis ist es ganz gut. Gut, die Wartehäuser, da hält sich die Zufriedenheit in Grenzen, aber ansonsten finde ich die Gestaltung sehr gut und von der Funktionalität, auch jetzt mit dem letzten Bauabschnitt, wenn man so will, also die Wittenburger Straße in Anschluss hier zum Marienplatz, da ist der Marienplatz eigentlich für unsere Verhältnisse zumindest top und natürlich ist ja nicht für den Betrieb gedacht, sondern für die Fahrgäste, ich denke für die Fahrgäste auch als Umsteigepunkt inzwischen unentbehrlich. Kommen wir aber später nochmal drauf zu sprechen und zwar gehen wir mal wieder zurück in die Lebensgeschichte von Herrn Norbert Klatt und zwar Kfz-Technik studiert und wie ging es dann weiter beim Nahverkehr? Naja, ich habe in Rostock studiert und in Dresden jeweils 3 Jahre, also das schloss ich dann an, weil das Fachstudium war nachher in Dresden. Aber das war Fernstudium? Ja, war ein Fernstudium. Und ich hatte ja eben schon mal gesagt, ich sollte dann, wäre so die Laufbahn in Richtung Instandhaltung gegangen. Ich hatte gesagt, also mich hätte dann mehr der Verkehr, der Betrieb interessiert. Und
kaum gesagt, ist dann das auch leider Gottes eingetreten, dass mein damaliger Vorgänger als Abteilungsleiter dann das Unternehmen verlassen hat. Und nachdem ich gesagt habe, ich will den Verkehr machen, hat man mich noch angesprochen, so, du, ist es schon soweit. Ich war gerade, also die Hälfte des Studiums fertig, 83. Ich war gerade, an dem Tag wurde ich 26, dann bin ich Abteilungsleiter Bus geworden, war mit der größte Bereich und ich war auch der Allerjüngste, der damals danach angefangen hat in den Busbereich und das waren auch gestandene Jungs teilweise. Aber es hat sehr gut funktioniert, hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht. Also der Busbereich war natürlich nachher so eine richtige, war es schon für mich auch eine gewisse Heimat und auch mit den Leuten kam ich unheimlich gut klar und es ist also sehr, sehr Leute, schön gewesen. Die Leute haben Sie auch akzeptiert, auch als sozusagen so jungen Spruz. Ja, das ist genau der Punkt. Also ich hatte dann Führerschein gemacht, bin auch Dienste gefahren. Damals gab es ja unheimlich viele technische Schwierigkeiten, aber auch technologische. Wir hatten nie genügend Leute. Ich bin natürlich mitgefahren, konnte im Grunde alles, was meine Leute auch konnten und insofern, das hat einen großen Vorteil gebracht. Also jung heißt ja nicht gleich nur dumm, sondern vielleicht ein bisschen unerfahren, aber die Erfahrung kommt dann mit der Zeit. Und das hat dann nachher gut geklappt. Ich glaube schon, dass ich eine ganz gute Akzeptanz bei den Leuten hatte oder bei unseren Mitarbeitern. Es war ein gutes Verhältnis, das muss ich ehrlich sagen. Und nicht nur eben mit den Fahrern, sondern auch mit der Instandsetzung und eben auch mit der Verwaltung. Das war ganz gut. Wie war das so zu DDR-Zeiten? Wenn man das heute rekapituliert, dann war das ja nicht so, dass man groß gestalten konnte. Man konnte jetzt nicht sagen, wir bestellen uns jetzt eine neue Straßenbahn oder wie auch immer, weil die alte ist jetzt sozusagen, muss verschrottet werden, sondern man hat ja sozusagen von der Hand in den Mund gelebt und man hat ja auch Strukturen aufgebaut, wo Beziehungen eine ganz große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel auch zu den technischen Ausstattern, wo man Ersatzteile herbekommen hat und so weiter. Haben Sie die Erfahrung auch gemacht? Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem Gestalten war schon so eine Sache. Man musste unheimlich viel gestalten sogar. Man konnte nur nicht so sehr nach vorne gestalten. Aber um das täglich in den täglichen Verkehrsablauf hinzubekommen, da musste man unheimlich kreativ sein. Also es gab so Zeiten, da sind die Busse in die Werkstatt gekommen. Wenn sie dann defekt waren, da wurden als erstes die Reifenmappen montiert, mal als Beispiel, weil man keine Reifenmappe. Gleiches traf für Gefrierschutzmittel zu, also dass beispielsweise abends das Kühlwasser abgelassen werden musste oder wie die ganze Nacht durchgefahren sind, um die Busse nicht einfrieren zu lassen. Und eben viele, viele andere Dinge. Motoren gab es nur generierte. Ersatzteile musste man auch teilweise selber produzieren. Ganz klar. Also die Werkstätten, das waren schon kleine Künstler teilweise. Klar, also musste vieles allein gemacht werden. Und die Instandsetzung ging auch sehr, sehr tief. Also bis in die Motoreninstandsetzung, bis in die Getriebeinstandsetzung, richtig rein in die Achsen. Das wurde alles gemacht. Ich kenne das immer noch aus den Erzählungen meines Vaters. Der war in der Landwirtschaft tätig an der Ostseeküste. Und der ist manchmal mit der Kiste Aal losgefahren, um Ersatzteile für die Mähdrescher zu besorgen zum Beispiel. Und wurde dann nur vorgelassen, weil er eben ein Giveaway hatte. Oder die haben auch Ferienwohnungen und so weiter gehabt, mit denen dann so ein Stück weit dann auch letztendlich auch Gegengeschäfte gemacht wurden. Also so eine Schattenwirtschaft. Hatten Sie sowas auch hier? Gute Beziehung zu den Fischern? Nee, so nicht. Also wir hatten ja nicht, solche Möglichkeiten hatten wir nicht. Wir hatten auch nicht so viel zu geben, aber wir hatten gute Einkäufer. Holger Witt beispielsweise, der ist jetzt erst vor kurzem in Ruhestand gegangen. Das war so einer. Der ist also tatsächlich, das war auch der Job, durch die Republik gefahren und hat Ersatzteile besorgt. Also das war zum Beispiel so. Wir hatten also insgesamt drei sogar, die insgesamt immer unterwegs waren, nur um Ersatzteile zu besorgen. Und da musste man sich natürlich ein Stück weit auch an die Regeln halten. Also man konnte ja nichts aus dem normalen Handel kaufen, sondern musste schon sehen, dass man das dann auch für den entsprechenden Bedarf sich organisiert. Ansonsten war viel Eigeninitiative gefragt, aus Alt macht Neu. Das war schon sehr häufig die einzige Lösung, sonst wäre es nicht gegangen. Ja, nur aus der Sicht des Autofahrers lässt sich ja leicht sprechen, irgendwie nach dem Motto, Nahverkehr braucht man eigentlich nicht. Jeder kann ja individuell mit dem Fahrrad oder letztendlich mit dem Auto auch seine Bedürfnisse befriedigen. Warum ist Nahverkehr nach wie vor so wichtig? Naja, man weiß ja, erstens sind es die Emissionen, das ist ja heute in aller Munde. Und nicht nur die Abgase, sondern es sind ja auch Geräuschemissionen. Es ist Parkraum, es ist Fläche, es ist Lebensqualität, es sind Grünflächen, die das Auto nun mal mehr braucht, weil ein Massenverkehrsmittel, Nahverkehr, natürlich die gleiche Leistung erbringen kann, eigentlich mit einem viel weniger Bedarf an Energie, an diesen Umweltgeschichten. Und zweitens gibt es natürlich auch Personengruppen und das wird ja auch immer wichtiger, weil die Bevölkerung älter wird, die auf Nahverkehr angewiesen sind, weil sie eben kein Auto mehr fahren können und auch eben kein Fahrrad fahren können. Und insofern ist es auch für diese Personengruppen wichtig, nicht nur für die Behinderten oder für die Älteren, sondern eben auch für Kinder beispielsweise oder Leute, die einfach kein Auto fahren wollen oder können. Also das spielt mindestens auch eine große Rolle und man muss sich auch nichts vormachen. Es ist ja letztlich sogar auch für den Einzelnen sehr preiswert. Es ist ja auch immer eine Alternative für den eigenen Geldbeutel. Das ist ein Auto, kostet ja auch einen Haufen Geld und vergleichsweise ist der Nahverkehr ja relativ günstig. Ja, schon mal die Frage hier vorweg. Wie passen Sie sich an diese neuen Zielgruppen, vor allen Dingen natürlich auch ältere Menschen an? Naja, wir haben als einer der ersten Betriebe damals schon 1900
92, 93, als wir die ersten Busse gekauft haben, da war das noch überhaupt nicht in. Da haben wir schon Niederflurbusse gekauft, beispielsweise. Also Niederflurbusse, das heißt, dass das ja. ist der Fachausdruck. Das heißt, sie sind so, dass man möglichst barrierefrei ja, reinkommt. Genau, dass da keine Stufe mehr ist, also keine Stufen. Und dass sie auch schon, die Busse konnten sich auch schon absenken, also zum Gehweg hin, sodass es eigentlich im Grunde fast eine Ebene war, sodass man mit Kinderwagen zumindest, aber auch mit Rollis beispielsweise dort reinfahren konnten. Beim Icarus damals zu DDR-Zeiten, das war ja Bergsteigen fast. Immer, ja, ja, klar. Das war auch damals zu der Zeit auch noch üblich, ja. auch in den alten Bundesländern. Also wir waren damals schon ein Stück weit Pionier, wie wir es an vielen anderen Stellen auch waren. Und das hat sich auch nachher durchgesetzt. Wir sind also im Grunde seitdem haben wir nur noch Niederflurfahrzeuge angeschafft. Dann natürlich die nächsten Busgenerationen waren auch nur noch Niederflurfahrzeuge 2004, aber auch die Straßenbahnen. Das war das Entscheidende. Die Tatra-Bahnen hatten ja alle Stufen. Selbst der Umbau der Straßenbahn, die wir auch begonnen hatten 1992 schon, hat ja noch immer den Wagenkasten beinhaltet, sodass immer noch Stufen da waren. Und im Grunde haben wir seit 2001, seitdem die neuen Bahnen sind, vollkommen Niederflurigkeit in den Straßenbahnen. Und wir sind jetzt auch inzwischen als einer der einzigen oder der wenigen Städte eigentlich, die hundertprozentige Niederflurigkeit auch in den Haltestellen haben. Also alle Straßenbahnstellen sind schon seit inzwischen 2008 alle ebenerdig zu erreichen, die Straßenbahn erreichbar. Wir haben jetzt Klapprampen, das ist schon super. Und wir haben jetzt gerade so einen Umbau in den Straßenbahnen vor und auch in den neuen Bussen sind zusätzliche Rolliplätze dazu gekommen, zusätzliche Plätze für Rollatoren beispielsweise und so weiter und so weiter. Also darüber haben wir ja zum Beispiel schon berichtet, dass Sie ja auch eher regelrecht Rollatorentraining anbieten. Das heißt, wie kommt man mit dem Rollator im Bus oder in die Straßenbahn? Wird das angenommen von der Bevölkerung? Das wird sehr gut angenommen. Also es gibt ja, wir machen natürlich, ist klar, es muss immer einer die Initiative übernehmen, bieten diese Termine an und die sind auch immer gut besucht und wir machen es jetzt auch weiter. Haben wir jetzt gerade das Thema mit den E-Scootern beispielsweise, das ist ja auch so ein Thema, das ist auch eine Gruppe, die eine gewisse Bedeutung hat. Und es ist natürlich auch so, dass diese Fläche für mehrere Personengruppen benutzt wird. Eben natürlich für Kinderwagen, für Rollatoren, für Rollis regelrecht, aber auch für Fahrräder beispielsweise. Insofern muss es da auch eine gewisse Ordnung geben, dass das auch funktionieren kann, dass die Bedürftigsten auch tatsächlich dann diese Leistung in Anspruch nehmen können. Und dass man sich nicht streitet in der Straßenbahn über den besten Platz zum Beispiel oder so, das kommt ja auch vor. Das kommt auch vor, nicht so oft, aber dass ein gewisses Verständnis füreinander auch besteht. Auch das ist sowieso ja eine wichtige Sache, dass es auch eine gewisse Kompromissbereitschaft auch unter den Fahrgästen natürlich gibt, bei uns natürlich auch, aber dass man auch auf die Bedürfnisse anderer ein Stück weit Rücksicht nimmt und dass man auch ein Stück weit darauf eingeht. Wir haben auch noch die Kinderchen, die dürfen wir nicht vergessen. Ja, auch eine ganz wichtige Personengruppe. Wollte ich auch fragen, das sind sozusagen ja auch eine Zielgruppe für Sie. Letztendlich Schulklassen und so weiter, Kinder. Gibt es hier auch sowas wie ein Schülerticket in Schwerin? Ja, sowieso im Sommer gibt es das Mecklenburg-Vorpommern weite Schülerferienticket. Und dann gibt es natürlich sowieso Schülertickets, die auch nochmal mindestens 75% ermäßigt sind. Also es ist gar nicht so eine Zielgruppe im Sinne davon, Zielgruppe, wir sind ja nicht an Geschäfte unbedingt interessiert, aber es ist für uns eine wichtige Aufgabe, Schüler zu befördern. Und da versuchen wir dann natürlich auch entsprechend einzubinden. Man muss ja sagen, diese Benutzergruppen sind zu ähnlichen Zeiten unterwegs. Die Schüler sind zu einer gewissen Spitzenzeit da und da sind auch viele Berufstätige schon unterwegs, sodass es auch da einen Kompromiss geben muss. Und es muss natürlich auch passen, dass es zu den Schulanfangszeiten unter anderem funktioniert und dass möglichst dann das auch harmoniert mit Dienstbeginnzeiten. Ja, das heißt, Sie bieten sozusagen auch Busse an, die für den Schülertransport da sind. Nicht nur Straßenbahn jetzt. Naja, klar. Ja, also klar. Beides gekoppelt letztendlich. Wir fahren Sie auch ins Umland letztendlich, was die Schülerverkehre anbelangt? Ja, also da, wo wir Linienverkehrskonzessionen haben, beziehungsweise da, wo dann zum Beispiel nach Lübster fahren wir den Schülerverkehr, da passt das. Wir haben den Schülerverkehr komplett integriert in den normalen Linienverkehr. Und das, wie gesagt, die Kombination zwischen beiden, das macht die Effektivität auch aus und macht es auch sinnvoll, also auch was die Benutzermengen betrifft. Und ansonsten haben wir natürlich also Einzelfahrten, Schwimmverkehre und solche Dinge, die dann auch nur für Schüler gedacht sind. Aber das ist eher die Ausnahme. In der Regel ist der Schülerverkehr im Linienverkehr integriert. Kommen wir nochmal auf die Zeit nach der Wende zu sprechen. Es ging um die Erneuerung des Fuhrparks, also die technische Erneuerung. Was die Straßenbahnstrecke anbelangt, wie sah es da aus? Naja, wir haben, das kann man jetzt auch sagen, in der Wende das gesamte Straßenbahnnetz, was die Gleise betrifft, bis auf kleine Ausnahmen, komplett erneuert. Dazu gehören nicht nur die Gleisanlagen an sich, das ist schon genug, da gehören die Weichen dazu, also viele E-Weichen haben wir, Wendeschleifen. Wir haben die Haltestellen komplett erneuert, gerade die Straßenbahnhaltestellen, das sieht man da an den Zustand von vorher und jetzt sieht, dann sind da Welten liegen dazwischen. Natürlich sind sie alle niederflurig geworden, also dass man auch diesen ebenerdigen Einstieg hat. An vielen Bushaltestellen ist Ähnliches passiert.
Also in der Infrastruktur, es ist unheimlich viel. Dann gehört die Stromversorgung dazu, Straßenbahn, ist ja logisch, fährt mit Strom. Wir haben auch als einer der wenigen deutschen Betriebe sämtliche Unterwerke erneuert, mit einer entsprechenden Fernsteuerung, mit dem Rückspeisen von Bremsstrom. Also alle Unterwerke sind inzwischen neu, die Fahrleitung ist neu, die Fahrmasten sind neu. Also ganz viele Dinge haben wir in den letzten 20, 30 Jahren jetzt auch erneuert. Viele Dinge werden jetzt schon wieder, sind so weit, dass man das eine oder andere schon wieder nachdenken muss. Ansonsten sind die Anlagen in gutem Zustand und sind auch sehr im Schuss. Wir warten und pflegen sie natürlich auch entsprechend. Insofern kann man jetzt, was den jetzigen technischen Zustand betrifft, sagen, dass es ist sehr ordentlich und ist auch sehr sicher. Und ich glaube auch, da kann man eine ganze Weile darauf aufbauen. Und natürlich muss man immer was machen, das ist auch klar. So richtig dollen Investitionsstau, was die Infrastruktur betrifft und Fahrzeugbetrieb haben wir ehrlich gesagt nicht. Ja, Sie haben es ja schon gesagt, die finanzielle Konsolidierung war eine der Hauptaufgaben, also auch nach der Wende. Schwerin geht es nach wie vor finanziell nicht so gut. Man hat, wie gesagt, ein großes strukturelles Defizit nach wie vor in der Stadt. Wird da nach wie vor Druck ausgeübt, auch auf den Nahverkehr weiter zu sparen? Oder hat man gesagt, da ist im Grunde Unterkante erreicht und weiter geht's nicht? Naja, wir haben ehrlich gesagt den Druck gibt es immer, ist ja klar, wir gehören der Stadt und gehören zur Stadt und fühlen uns natürlich für die Finanzen genauso verantwortlich. Insofern haben wir allerdings nicht diesen Druck gebraucht, im Sinne, es muss einer sagen, dass wir mit möglichst wenig Geld einen möglichst guten Verkehr hier machen sollen. Und das haben wir auch immer von alleine auch gemacht, über die ganzen Jahre. Wenn man sich überlegt, dass wir eben mal mit 28 Millionen D-Mark damals gestartet sind, also das waren 14 Millionen Euro, wenn man es mal umrechnet, und wir liegen jetzt, obwohl natürlich vieles unheimlich teuer geworden ist. Das fängt bei den Kraftstoffkosten, aber auch bei technischen Dingen an und hört eben auch bei den Löhnen auf. Also die Löhne sind ja um ein Vielfaches gestiegen. Und wir brauchen von der Stadt zurzeit nur noch 2,3 Millionen. Dann sieht man mal, was dazwischen liegt. Also das ist schon sehr, sehr effektiv geworden. Und die Leistung, die Gegenleistung, die wir erbringen, die ist, glaube ich, sehr gut. Und vielleicht kann man in dem Zusammenhang auch noch eins sagen. Unsere Mitarbeiter, die verdienen am meisten in der Branche in Mecklenburg-Vorpommern. Also an den Mitarbeitern haben wir im Grunde die ganze Zeit überhaupt nicht gespart, im Gegenteil. Also denen geht es nicht nur finanziell sehr gut, sondern es ist auch, was die Arbeits- und Lebensbedingungen betrifft, unheimlich viel gemacht. Also was die Fahrzeuge betrifft, also Sitze und die Bedienmöglichkeiten, aber auch in den Werkstätten, viele, viele technische Einrichtungen. Das alles zusammen hat trotzdem dazu geführt, dass wir doch wirtschaftlich gesehen sehr ordentlich dastehen, um nicht zu sagen sehr gut. Das hat auch was damit zu tun, dass wir eine gewisse Finanzierungssicherheit hatten, sowohl von der Stadt, das muss man auch ehrlicherweise sagen. Also wir haben unser Geld, was dann nötig war, auch immer bekommen. Und wir haben eine große Unterstützung vom Land. Also das muss man auch klar sagen. Also viele Investitionen wären so nicht möglich gewesen, wenn das Land nicht sehr, sehr nachdrücklich gefördert hätte. Was waren die Höhepunkte so nach der Wendezeit? Also was waren da die Höhepunkte, worüber Sie sich auch besonders gefreut haben als Geschäftsführer, was Sie auch erreicht haben zusammen mit Ihren Mitarbeitern? Ja, also ich sag's nochmal, tun das auch zusammen mit den Mitarbeitern. Wir haben den Betriebshof, haben wir eben ja schon mal ganz kurz gesehen und ein bisschen was dazu gesagt. Wir haben den Betriebshof ja neu gebaut, wenn man so will, also neu aufgebaut, nicht neu gebaut, sondern umgebaut. Straßenbahnwerkstatt, neue Buswerkstatt, neu, Abstellhalle neu, Tankstelle neu, viele, viele andere dieser Dinge. Die gesamte Gleisanlage, die Abstellanlage, die MEBA war so ein typischer Fall, war ein Erfolgsobjekt. Wir haben da relativ viel Geld auch verdienen können, aber haben auch Fahrgastzuwächse von mehreren 100% erreichen können. Also wir hatten nachher richtig schönen Verkehr aufgebaut, war also eine gute Sache. Wir haben dreimal inzwischen die Busflotte gewechselt. Wir haben einen komplett neuen Fuhrpark, was die Straßenbahn betrifft, sind damit auch sehr zufrieden. Also es läuft sehr, sehr gut. Die gesamte Infrastruktur ist inzwischen in Ordnung. Also der technische Teil und die technische Ausrüstung, die ist auch meiner Auffassung wirklich hervorragend. Das sind also mindestens die Höhepunkte. Und was eigentlich das Wichtigste ist, es ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Wir machen das ja nicht für uns, sondern um einen schönen Nahverkehr zu haben. Die Fahrgastzahlen wachsen inzwischen wieder. Wir haben jetzt auch in diesem Jahr wieder gegenüber dem letzten Jahr über 2% mehr Fahrgäste. Wie gesagt, gegenüber dem letzten Jahr. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir können uns unser Geld ja auch nicht drucken. Wir haben aber durch diese relativ gute Fahrgastmenge für so eine Stadt wie Schwerin, 100.000 Einwohner, knapp, dass wir dort 16 Millionen Fahrgäste haben, über 16 Millionen Fahrgäste haben, das ist schon bemerkenswert. Das führt natürlich auch dazu, dass wir entsprechende Einnahmen dann generieren und das führt eben auch dazu, dass wir auch wirtschaftlich ganz gut dastehen und wir versuchen auch möglichst so unser Geld so auszugeben, dass es immer dem Fahrgast auch entsprechend eingesetzt ist, nicht um irgendwelche Spielerchen zu treiben oder um es besonders schön zu haben. Es muss auch Nutzen haben und das zahlt sich aus. Ja, was sind das für Zielgruppen, die dann neu hinzukommen? Wir haben ja vorhin schon über Zielgruppen gesprochen. Was sind das für Fahrgäste quer durch die Bevölkerung hinweg? Liegt das daran, dass die wirtschaftliche Entwicklung
auch recht positiv ist? Naja, man, aufgrund des Tarifsystems weiß man es natürlich nicht 100%. Ich glaube, viel macht die Attraktivität aus, was die Unstallbeziehung betrifft, was die Erschließung von Wohngebieten betrifft. Mühlenstein mal als Beispiel, aber auch hier Gartenstadt und andere, wo wir relativ schnell da sind, wo wir einen entsprechenden Takt fahren, wo eine entsprechende Vertaktung zur Straßenbahn auch stattfindet, also Umsteigemöglichkeiten. Ich finde, die Tarife sind sehr günstig, auch im Vergleich zu vielen anderen Städten. Das ist auch, glaube ich, eine Triebfeder. Dann ist es natürlich auch so, dass der eine oder andere es aufgrund der Arbeitswege ganz gut findet, gerade auch in der Innenstadt, nicht unbedingt einen Parkplatz suchen zu müssen und nicht unbedingt im Auto fahren zu müssen, sondern auch dorthin zu kommen, wo man dann seine Arbeit hat. Und in Summe ist es eben nicht so, dass es irgendwie was Negatives hat, wenn man Nahverkehr fährt, sondern ich glaube, es ist auch eine positive Einstellung. Das hat auch was mit Umweltgedanken zu tun und mit dem Auftritt des Nahverkehrs an sich und mit den Mitarbeitern, die auch relativ, oder nicht relativ, die freundlich auch mit den Fahrgästen in der Regel umgehen. Also viele dieser Kleinigkeiten spielen eine Rolle, dass das dann so eintritt. Also ja. Wir haben ja auch in Schwerin Einwohnerzuwachs, insofern profitieren wir sicherlich auch davon ein Stück weit. Ja, es gibt ja immer so ein bisschen Konkurrenzkampf der Nahverkehrsunternehmen untereinander zwischen Stadt und Landkreis zum Beispiel irgendwie. Da gab es ja auch immer so ein bisschen Trouble irgendwie, dass man sich vielleicht über bestimmte Zuständigkeiten nicht verständigen können. Da haben Sie aber immer ganz klar Position bezogen, natürlich auch im Sinne, auch im Interesse natürlich des Nahverkehrs Schwerin hier. Ist das jetzt im Moment beigelegt? Nein, das muss natürlich jetzt mal geklärt werden. Es ist zwar im Moment in Anführungsstrichen Ruhe, aber es ist ja nicht geklärt. Die Landkreise haben ja im Grunde immer noch nicht ihre Konzessionen, unter anderem deswegen, weil wir Widerspruch eingelegt haben, beziehungsweise dort entsprechend vorgehen. Das hat aber auch nichts mit dem Nahverkehr als Unternehmen zu tun. Das hat was mit der Technologie zu tun. Es macht keinen Sinn, mit relativ leeren Fahrzeugen auf der Straßenbahntrasse beispielsweise zu fahren, diese Räume zu blockieren und demzufolge die Umsteigebeziehung womöglich dann zu gefährden, was ja auch tatsächlich eintritt, wenn man sich die Marienplatz und die Goethestraße anguckt. Dann sieht man ja, was da passiert. Ja. Das macht einfach inhaltlich keinen Sinn. Also das hat mit dem Unternehmen nichts zu tun. Das ist ja vielleicht nochmal interessant, aus der Sicht der Zuschauer, auch die Sicht des Geschäftsführers vom Nahverkehr dazu zu erfahren. Sozusagen, worum geht es bei dieser Streit eigentlich letztendlich? Es geht letztendlich darum, dass auch die Landkreise gerne bis zum Bahnhof fahren wollen und das mit möglichst vielen Passagieren. Ja, das, wenn sie mit möglichst vielen Passagieren fahren würden, gar kein Problem. Da, ne? Also es sind leider Gottes eben relativ wenig Passagiere, die tatsächlich zum Bahnhof wollen. Und das liegt in der Natur der Sache. So eine Stadt ist natürlich groß und flächenmäßig breit gestreut. Und da braucht man ein Netz. Und dieses Netz, das wird da vom Nahverkehr betrieben. Nicht etwa, weil wir das betreiben. Ist einfach, ist eine andere Fahrzeug, ist eine andere Technologie. Wir fahren mit der Straßenbahn. Da macht es keinen Sinn, mit solchen Massenverkehrsmitteln, die auch dafür ausgelegt sind, mit Bussen daneben zu fahren mit zwei oder drei Fahrgästen. Das ist eigentlich das Hauptthema. Der Streit ist aus meiner Sicht total überflüssig. Das Problem war, dass ja die Landkreise uns tatsächlich unsere Linien, die wir in die Landkreise gefahren sind, leider Gottes erst im Konzessionsverfahren streitig gemacht haben, indem sie uns das nicht mehr erlaubt haben, in den Landkreis zu fahren und die Konzession verweigert haben. Das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und im nächsten Schritt war es dann der Punkt, dass sie dann auch noch alleine fahren wollten und dann auch natürlich auch in die Stadt reinfahren sollen. Also was für uns gelten sollte, wir fahren nicht mehr in die Landkreise, galt für die Landkreisbetriebe erst recht nicht. Sie fahren rein und fahren noch mehr rein. Aber es hat alles nichts mit dem gesunden Menschenverstand zu tun, finde ich. Es kommt doch nur darauf an, wie Leute befördert werden müssen. Und wenn man sich überlegt, dass auch natürlich unsere Fahrgäste, unsere Bürger aus Warnes oder Friedrichsthal natürlich selbstverständlich in der Kieler Straße umsteigen, selbstverständlich auch vom Pinne oder Rahmen-Steinfeld, selbstverständlich in der Staufenbergstraße umsteigen oder von Steppuchholz, dann ist es doch klar, dass auch alle von dem Landkreis kommenden dort umsteigen können, weil dann einfach das Massenverkehrsmittel Straßenbahn dort eintritt. Wir dort teilweise einen 5-Minuten-Takt fahren, also 10 Minuten versetzt oder 15 Minuten versetzt, 7,5 Minuten Takt. Dann sieht man, das ist einfach unsinnig, mit parallel oder eigentlich noch sogar vor den Massenverkehrsmitteln zu fahren. Ähnlich unsinnig ist das, parallel zur Eisenbahn zu fahren, finde ich, und den gleichen Takt anzubieten. Dann sind die paar Fahrgäste, werden sich dann auch nochmal geteilt. Aber es ist eigentlich nicht das Problem. Es ist nicht unbedingt ein wirtschaftliches Problem. Im Moment ist es so ein emotionales, vielleicht auch ein bisschen rechtliches Problem. Es macht einfach keinen Sinn, so etwas zu machen. Und da sind die Schülerverkehre gerade nicht gemeint. Die Schülerverkehre, die zu Schulen hinzufahren, gar kein Problem. Ja. Vielleicht auch ein strukturelles Problem, was sozusagen die Aufgabenverteilung zwischen Stadt, Kreisfreierstadt und Landkreisen anbelangt. Aus Ihrer Sicht würde es Sinn machen, das zusammenzulegen und dann meinetwegen hier in Schwerin zu konzentrieren, um von hier aus sozusagen zentral das zu verwalten? Also ich glaube, das wird die Zukunft sein. Also ich würde schon davon ausgehen, dass das ein Verkehrsraum wird, der auch von einem Unternehmen dann betrieben wird,
weil so Individualitäten oder so persönliche Befindlichkeiten womöglich eine Rolle spielen, das macht alles keinen Sinn. Also insofern glaube ich auch, dass jetzt auch heutzutage aufgrund der modernen Kommunikation es möglich ist und auch vernünftig sein kann, dass man diese große Einheit Westmecklenburg, ein Unternehmen, dass das mal das Ziel sein wird. Natürlich ist auch klar, dann gibt es drei Gesellschafter mehr oder weniger, also drei jedenfalls, die den Zuschuss begleichen müssen. Da wird es eher das größte Problem geben und dass man dann sich konsolidiert, dass dann auch man fürs gesamte Gebiet denkt und nicht nur für sein kleines Stückchen. Da gehört die Stadt genauso dazu wie die Landkreise. Und dann muss man sagen, dann kann man da sicherlich auch sehr viel, noch ein paar Synergien erzeugen. Nicht unbedingt im technisch-technologischen Bereich, aber doch in der Art des Machens und vielleicht auch im Bereich der Tarife. Da glaube ich, lässt sich dann in dem Zusammenhang auch einiges machen. Vielleicht ist so ein Zwischenschritt so ein Verbund, aber tendenziell würde ich dazu neigen, ein großes Unternehmen, und das würde passen. Man hört ja schon so Traumwelten letztendlich, die von einer Metropolregion Hamburg sprechen. Auch dort natürlich der Nahverkehr spielt eine Rolle, dass man natürlich von hier Schwerin problemlos fast mit dem Nahverkehr bis nach Hamburg kommt. Das sind Utopien. Nein, denn es gibt ja den Nahverkehr, also auch der Schienenpersonennahverkehr, den gibt es ja, also eigentlich bis 100 Kilometer Linienlänge. Das heißt also, man käme schon und kommt ja auch mit dem Nahverkehr, mit dem Schienenpersonennahverkehr nach Hamburg. Das ist also jetzt schon so und wird auch wahrscheinlich so bleiben. Es macht auch Sinn, denn die Bahn ist ja doch ein Stück weit schneller sowieso und sie ist natürlich auch auf eigenem Bahnkörper wenig eingeschränkt. Insofern macht es Sinn, auch die Schiene auf solchen Gebieten zu stärken. Dass dann natürlich in den jeweiligen Ballungsgebieten wieder verteilt werden muss, liegt in der Natur der Sache. Es macht nur keinen Sinn, parallel zu fahren. Insofern diese Überlegung, Metropolregionen, das auch so einzubeziehen, dass man schnell von Schwerin nach Hamburg kommt, ich finde, das ist sehr vernünftig. Es läuft im Grunde ja auch so. Natürlich, wenn die Gleisanlagen und alles nachher auch so fertig ist, dass es auch stabil läuft, dann finde ich das auch total komfortabel und es nutzen ja auch sehr, sehr viele. Also es ist zumindest viel komfortabler, als auf Autobahn beispielsweise dorthin zu fahren. Für so einen Busverkehr macht das im Grunde überhaupt keinen Sinn und es macht dann auch nicht unbedingt Sinn, weil die Mengen der Leute, die das betrifft, also aus dem normalen Stadtverkehr, da die Tarife nur unbedingt zusammenzubringen, es kostet ja auch immer Geld. Also wenn man sie aneinander addiert, ist es gar kein Problem, aber wenn man dann tatsächlich, sagen wir, einen stark reduzierten Tarif anbietet, dann muss natürlich irgendjemand die Differenz bezahlen und darüber muss man nachdenken. Und da immer mit dem Finger auf andere zu zeigen, die müssen das bezahlen, passt natürlich auch nicht. Einer muss es jedenfalls bezahlen. Und es macht auch Sinn, dass der Nutzer natürlich auch ein Stück weit dazu beiträgt, dass die Kosten getragen werden können. Aber auch auf dem Gebiet wird es etwas geben. Also an bestimmte Tarife zu harmonisieren und bestimmte Gemeinschaftstarife zu organisieren, halte ich auch für vernünftig. Es muss nur möglichst übersichtlich bleiben und es muss für den Nutzer Sinn machen. Also nicht nur schön im Sinne von, wir machen da mal was, sondern es muss auch sinnvoll sein, finde ich. Und das sind die Herausforderungen, die dann auch auf Ihren Nachfolger zukommen, Wilfried Eisenberg. Ja, also ganz sicher. Also erstmal ist Wilfried Eisenberg ein ausgemachter Fachmann. Ich kenne ihn auch schon ein paar Jahre, auch schon aus Rostock und der war ja zwischendurch dann noch in Bremen und hat auch viele andere Dinge mit begleitet. Ist so als Menschen ein feiner Kumpel, hätte ich mal gesagt. Ich glaube auch, dass der gut in die Welt passt. Hat sich entsprechend auch in seinem Unternehmen etabliert gehabt, hat sich hochgearbeitet und hat die entsprechenden Fähigkeiten. Das finde ich erstmal schon mal sehr gut. Deswegen bin ich auch ein bisschen entspannter, muss ich ehrlich sagen, was jetzt die Übergabe betrifft. Man möchte das so ein Unternehmen natürlich auch nicht einfach so verramschen oder irgendwie weggeben und sagen, nach mir die Sinnflut. Also ich finde es schon schön, dass es so jemand ist. Das Zweite ist, natürlich, wir haben jetzt rein wirtschaftlich stehen wir ziemlich gut da. Wir stehen technisch und technologisch sehr gut da, haben, glaube ich, auch einen ganz guten Fahrplan jetzt hinbekommen und haben die großen Baumaßnahmen zurzeit alle erledigt. Aber das Leben geht natürlich unheimlich weiter. Also jetzt nicht ganz dringend, aber solche Dinge wie beispielsweise diese Einigung auch mit den Landkreisen und die Koordinierung dann der Tarife und eventuell auch diese Entwicklung dieser Unternehmensstruktur, das ist schon mindestens ein wichtiges Thema. Sicherlich gibt es auch Themen in Richtung Elektromobilität. Finde ich, muss man mit sehr viel Augenmaß das betrachten, also dass man nicht weil alle das machen und unbedingt das Geld zum Fenster ausschmeißt. Aber in der Tendenz wird es auf jeden Fall mit der nächsten Busgeneration Elektrobusse geben, abgesehen davon, dass wir mit der Straßenbahn ja jetzt schon 75% Elektromobilität in der Stadt haben. Aber das wird sich verstärken. Zum Beispiel wird das eines der wichtigen Themen sein. Und es gibt natürlich das normale Tagesgeschäft. Das muss man natürlich auch erledigen. Das wird schon auch eine Herausforderung für ihn sein. Gibt es auch Enttäuschungen sozusagen aus Ihrer Arbeitszeit beim Nahverkehr, wo Sie sagen, das hätte ich gerne noch erreicht oder das habe ich nicht erreicht oder das ging nicht, eben aus monetären Gründen oder wie auch immer? Ja, man soll ja nie sagen, sowieso nicht, aber man soll auch nicht zufrieden sein.
Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, so eine gewisse Zufriedenheit ist schon da. Also im Moment würde ich sagen, zu dem Zeitpunkt, deswegen auch dieser Zeitpunkt eigentlich, würde ich sagen, ist eigentlich alles so eingetreten, wie ich mir das so vorgestellt habe, was auch möglich war in dieser Zeit. Im Moment hätte ich keinen Ansatz, wo ich sage, das müsste unbedingt, was das Unternehmen betrifft. Das ist eigentlich ziemlich gut. Es ist eigentlich alles relativ gut. So aus meiner Sichtweise, ich möchte es nur kurz ansprechen, war ja die Kampagne, die gegen Sie gefahren wurde, zum Stichwort Vetternwirtschaft bei dem NVS, weil Sie Ihren Sohn beschäftigt haben und Ihre Frau beschäftigen im Unternehmen. Das war ja keine kritische Nachfrage, so habe ich es als Journalist auch erlebt, es war ja keine kritische Nachfrage, sondern es war ja eine regelrechte Kampagne, die dort gestartet wurde. Wie haben Sie das erlebt und inwieweit sind Sie da natürlich auch vielleicht enttäuscht herausgegangen? Naja, man vergisst sowas natürlich nicht und ich muss ehrlich sagen, es ging ja nicht um sachliche Argumente, im Gegenteil. Das hat nachher, haben auch mehrere Gutachter ja sogar festgestellt, dass wenn man die Wahrheit nicht hören will, dann akzeptiert man das auch nicht und im Endeffekt ist sogar nachher noch der Gutachter womöglich in Frage zu stellen. Das, was mich am meisten eigentlich daran gestört hat, ist der Punkt, dass es also nicht darum, um den Fakt an sich ging, der gar kein Fakt war, sondern es wurde einfach was an den Haaren herbeigezogen und es gab Leute, die trotz besseren Wissens und trotz allen Informationen, die man haben konnte, trotzdem immer weiter das Gleiche behauptet haben und weiter böse waren. Und das nicht nur gegenüber meiner Person, sondern gegenüber der Familie und auch gegenüber einzelnen Kollegen. Das ist schon eine Sache und man kann im Grunde aufgrund der Medienlandschaft, die wir jetzt haben, im Grunde nichts dagegen tun. Man muss das ertragen und man kann nur hoffen, und das ist auch gut so letztlich für mich gewesen, dass die Stadtvertretung oder die große Mehrheit der Stadtvertreter das auch so gesehen hat und im Grunde tatsächlich das objektiv bewertet hat und mich weiter bestellt hat. Natürlich vergisst man sowas nicht und man lernt auch Menschen dabei kennen, aber was das total Positive ist, ich habe ganz, ganz viele total nette Menschen kennengelernt, viele, die ich vorher gar nicht kannte, die mich angesprochen haben, die mir geschrieben haben, die mir ihre Unterstützung zugesagt haben. Das war total fast, emotional gesehen war das irre positiv. Ich muss ehrlich sagen, auf das Gesamtthema hätte ich gerne verzichten können, meine Familie erst recht. Aber solche emotionalen Dinge, die würde man so auch nicht erleben. Und wie gesagt, man lernt auch die andere Seite kennen. Das ist auch manchmal nicht so schlecht. Man kann dann schon ein bisschen besser unterscheiden zwischen Leuten, die es ernst mit einem selbst und auch mit der Gesellschaft meinen. Denn es ging ja letztlich auch gegen die Gesellschaft. Und solche, die einfach nur immer eine Show machen wollen und einfach immer nur böse sein wollen. Und dass über die Zeit so einiges passiert, ist ja auch ganz klar. Im Endeffekt muss man natürlich für bestimmte Ziele auch kämpfen. Nichts fällt einem in den Schoß und so ist das auf Arbeit ja erst recht. Das klingt jetzt im Nachhinein betrachtet alles so schön leicht, aber es war natürlich an vielen Stellen auch schwierig. Und wenn man sich überlegt, dass wir mal von 834 Mitarbeitern gekommen sind, jetzt noch 230 sind, wenn man überlegt, was wir an Veränderungen vornehmen mussten, dann geht sowas natürlich nie ohne Schmerzen ab. Und da muss man auch eins dazu sagen, wenn es denn so nach außen hin die Dinge auch gut funktionieren, die Baumaßnahmen, die Termine, dass wir natürlich auch relativ viel an Fördermittel einwerben konnten und viele, viele andere Dinge, die positiv wirken, bis hin, dass wir auch gute Resonanz bei den Behindertenverbänden und bei den Schulen und so weiter haben, dann erzeugt das hier und da leider Gottes auch ein paar Neider und ein paar Leute, die das gar nicht so gut finden und die auch versuchen, gar nicht mal um es besser zu machen, sondern eigentlich nur um zu schaden und zu schädigen, die dann auf der Matte stehen. Damit muss man vielleicht leben. Ich persönlich finde, dass man damit im Grunde nicht leben kann. Es ist abgehakt schon, es ist ja nun auch schon, glücklicherweise schon ein paar Jahre wieder her. Aber man vergisst sowas nicht und man nimmt das mit für sich. Interessantes Thema, wo ja auch sozusagen die Bevölkerung in Schwerin ja auch Kritik geübt hat, war das Thema, wir sind eben gerade wieder über den Marienplatz gefahren, sind von oben runtergekommen über den Wittenberger Platz. Und die Schienenverlegung von rechts nach links, damit hatte der Nahverkehr bei der Planung aber gar nichts zu tun. Wie ist denn das zustande gekommen? Ja, ganz im Gegenteil. Also wir haben ja unsere Baumaßnahme immer alleine gemacht. Das ist die erste Baumaßnahme, die wir jetzt nicht gebaut haben, weil wir damit auch nicht unbedingt, also aus unserer Sicht war es nicht notwendig. Aber es ist eben nur unsere Sicht und er muss auch sagen, wir haben uns dann mit der Stadt nach vielen Varianten der Baudurchführung dann auch auf Deutsch gesagt breitschlagen, dass wir gesagt haben, okay. Aus Sicht der Stadt hat es natürlich einen Sinn und es macht auch Sinn und es macht vor allen Dingen auch Sinn, was den letzten Bauabschnitt betrifft, das nur auf die rechte Seite zu legen. Insofern haben wir in diesem Fall auch die Finanzierung nicht mittragen müssen und auch nicht die Planung. Also wir wurden in diesem Fall schon, wir haben natürlich mitgewirkt, das ist klar, aber es waren nicht unsere Baumaßnahmen, auch in betriebswirtschaftlicher Hinsicht nicht. Aber
man muss ja auch objektiv bleiben. Das Erste ist, die Baumaßnahme Wittenburger Straße hat ja vor allen Dingen ja den Hintergrund, dass die ganzen Versorgungsanlagen und so weiter erneuert wurden, auch die Straße erneuert wurde, dass auch alle Nutzer, alle potenziellen Nutzer natürlich auch möglichst berücksichtigt werden sollen, Fahrradfahrer, Behinderte, aber auch eben Parker und Radfahrer. Insofern dies mit dem Rechtsrüberfahren. Die Gleisanlage liegt ja schon seit der Entstehung des Nahverkehrs und das ist ja nun schon über 100 Jahre her. Man muss ehrlicherweise sagen, es gab damals zu der Zeit alles nur eingleisige Verkehre. Und wenn man es jetzt mal objektiv betrachtet, man fuhr also immer in eine Richtung auf der falschen Seite. Das war in diesem Fall auch der Fall. Denn es wurde unter anderem ja seinerzeit, wenn wird sich kaum noch jemand daran erinnern, aus der Tradition kann man es noch sehen, wurde natürlich die Bahn, die fuhr mal zum alten Friedhof hoch und sie fuhr dann, kam aus der Werderstraße und fuhr genau auf der richtigen Seite nach oben und fuhr auf der falschen Seite nach unten. Insofern, da es ein eingleisiger Abschnitt war, fährt man also immer auf der falschen Seite. Das war übrigens jetzt in der Franz-Mehring-Straße ja auch der Fall, dass man immer mal falsch dann fährt. Dass man das jetzt ändern wollte, um die Wittenburger Straße in dem Bereich ab Schlossparkcenter auch beidseitig befahren zu können, auch im Zusammenhang mit der Baumaßnahme dann in der Waldstraße eventuell, aber auch für das Center, das ist grundsätzlich ja in Ordnung und es ist auch ein Mehrwert. Und der zweite große Mehrwert, der jetzt entstanden ist, dass wir dann jetzt auch den Wittenburger Berg auf der rechten Seite runterfahren, ist natürlich, dass die Gehwege breiter wurden, dass die Fahrradfahrer sicher fahren können. Das hatte keine technologischen Vorteile. Im Gegenteil, wir fahren jetzt an den parkenden Fahrzeugen vorbei, was immer, was die Profilfreiheit betrifft, ja ein gewisses Risiko betrifft. Ansonsten ist es, glaube ich, aber für alle Beteiligten, vor allen Dingen in diesem Fall, wie gesagt, für die Fahrradfahrer sehr gut, so dass es jetzt so ist, wie es ist. Und dass man natürlich auch immer Leute hat, die es einfach so den Fakt sehen und dann daraus ihre Späßchen treiben, das ist klar. Und dass man dann auch nicht weiterhin hört, das ist leider Gottes auch heute der Fall. Also wenn man es mal objektiv betrachtet, war es gar nicht anders möglich, egal wenn man es gemacht hätte. Man hätte immer einen Übergangszeitraum gehabt und hätte man halt auch immer rüberkommen müssen. Auch das war schon, als es noch nicht die Diskussion um die Wittenburger Berg, also im letzten Teil ging, war klar, dass wir irgendwann am Wittenburger Berg rüberkommen müssten, wieder mit den Gleisen. Jetzt ist es, glaube ich, aber ein Optimum. Und ich finde auch, dass die Baumaßnahme gut gelungen ist und die Bauarbeiter das gut hingekriegt haben. Ja, in Schwerin hat man immer den Eindruck, eine Baustelle abgeschlossen, die nächste beginnt. Manchmal beginnen auch mehrere gleichzeitig parallel und so weiter und so fort. In der Stadt wird immer gebaut, das ist ja natürlich ganz klar. Aber inwieweit beeinträchtigen natürlich auch solche Baumaßnahmen Qualität des öffentlichen Nahverkehrs? Ja, klar, das wird ist eine starke Beeinträchtigung grundsätzlich. Aber da muss ich auch mal sehr positiv sagen, also es gibt eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt. Also wir sind, in diesem Fall mein Sohn, in der Sperrkommission vertreten und es wird dort sehr, sehr viel im Vorfeld bedacht und der Nahverkehr hat schon eine gewisse Priorität. Das muss ich mal sehr positiv sagen, was die Zusammenarbeit betrifft, auch mit den anderen, mit der Feuerwehr, mit der Polizei und eben mit der Stadtverwaltung, mit dem Amt für Verkehrsmanagement und mit dem Fachamt Verkehrsmanagement. Das ist schon sehr positiv, deswegen sind die Auswirkungen manchmal auch gar nicht so groß, wie sie vielleicht sonst gewesen wären, wenn das nicht so wäre. Das Zweite ist, dann, wenn es besonders ja wirksam wird für unsere Fahrgäste, ist, wenn wir die Gleise bauen müssen. Wir haben ja auch sehr viel dazu beigetragen in den letzten Jahren. Bismarckstraße, Straße, da stehen Nahverkehr dran, Goethestraße, Stellingstraße, an vielen Stellen haben wir auch gebaut. Und da, wo wir mit den Gleisen tatsächlich, oder Lübecker Straße, diese Sache mit dem Rasengleis, überhaupt diese ganze große Baumaßnahme, dann bedeutet es in der Regel ja immer, um dem Fahrgast das so möglichst wenig Aufwand wie möglich zu erzeugen, dass verschiedene Ersatzverkehr dann auch fahren. Und das bedeutet eigentlich diesen Riesenaufwand. Neben der Optimierung der Technologie der Straßenbahn, also was kann man noch mit der Straßenbahn fahren, ist das natürlich der entscheidende Punkt. Und das war in den letzten Jahren schon entscheidend. Allerdings muss man auch sagen, wenn man nicht baut, das sieht man ja an unserem Gleisnetz überall, das ist ja nicht entstanden, weil man sich das nur gewünscht hat, sondern man muss es dann auch machen. Und dann ist es auch für bestimmte Zeit mit Einschränkungen verbunden. Ja. Für unseren Teil ist alles soweit grundsätzlich in Ordnung, finde ich. Herr Klatt, man merkt es, also Sie leben das Unternehmen. Sie leben das Unternehmen NVS, Nahverkehr Schwerin. Sie sind mit drin irgendwie. Scheint natürlich auch sozusagen, wie schwer fällt es Ihnen da loszulassen? Ja, das muss ich ehrlich sagen, das fällt schon schwer. So, grundsätzlich. Ich bin, also erstmal ist es ja so, diesen Zeitpunkt, der ist ja nie der richtige. Ich glaube, jetzt ist es wirklich so über die Zeit gedacht, wirklich der richtige. Man muss auch mal loslassen können und man darf auch so einen Sessel nicht kleben, schon mal gar nicht. Das war auch ehrlich gesagt nicht mein Problem. Das, was mein Problem ein bisschen ist, ist natürlich, man hat ja an jeder Stelle, überall, wo man jetzt hinguckt, wo Nahverkehr dran steht, da hat man natürlich irgendwo auch einen kleinen Beitrag geleistet und ist irgendwie damit verwurzelt. Und das loszulassen, das ist schon emotional schwierig. Inhaltlich, hatte ich eben schon mal gesagt, bin ich recht zufrieden, was so meine Nachfolge betrifft. Wir haben sehr gute Leute, es war immer eine Teamarbeit. Das ist ja nicht so,
dass es jetzt überhaupt nicht mehr weitergeht. Das werden also viele Leute werden das weiterentwickeln, auch die jetzt schon beschäftigt waren, auch viele, die im Vorfeld einiges gemacht haben, auf die ich aufbauen konnte. Und insofern ist es zwar persönlich schwierig, auch nach 22 Jahren als Chef. Ich bin ja nur auch schon ein paar Jahre vor als Plusmann. Ich bin ja über 38 Jahre dabei. Da ist das schwierig. Aber man muss ja auch Realist bleiben. Und es käme so oder so irgendwann. Und ich glaube, jetzt ist genau der richtige und der beste Punkt. Jetzt kann ich das in einen so, finde ich, super Zustand übergeben. Persönlich bin ich noch gut drauf, habe, glaube ich, persönlich auch noch keine Defizite und insofern bin ich da total auch wiederum glücklich. Aber dieser Punkt an sich, der ist nicht so schön. Ja, und noch nicht gefragt worden, ob Sie Nahverkehr in München, Berlin, Hamburg übernehmen? Ja, ich wurde schon öfter gefragt, ich habe auch mehrere Anfragen, aber... Erstmal, es ist schon wie so ein Projekt, obwohl das so ein komisches Projekt ist. Das Projekt Abschied, das muss ich jetzt erstmal abschließen. Jetzt ist am 31. ist dann ja nur der letzte Tag. Kann man das überhaupt? Kann man einfach von 100 auf 0 runtergehen? Nee, ich gehe ja nicht von 0 auf 100 runter. Ich habe ganz viele Interessen und werde unheimlich viel machen. Jetzt habe ich ja ein bisschen Zeit oder ein bisschen mehr Zeit. Das war ja eben in letzter Zeit eben doch ein bisschen, oder in den letzten Jahren immer schwierig. Und wir haben eine gute Familie, nette und ordentliche Kinder, die aus denen was geworden sind. Wie viele Kinder haben Sie? Zwei Kinder und vier Enkelkinder inzwischen. Wir haben auch unsere Schwiegereltern glücklicherweise und natürlich meine Frau. Wir haben einen Hund, also da gibt es auch einiges. Wir haben natürlich unser Grundstück und das Haus. Also das sind so Dinge, ich will mich darauf nicht reduzieren, aber das sind natürlich auch Dinge, die alle Arbeit und Zeit bedeuten. Und manche Dinge sind in den letzten Jahren zu kurz gekommen. Heute gibt es so viele Informationen, die man bekommen kann, auch aufgrund der Medien und viele Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Das ist total hochinteressant, aber alles kostet irgendwie Zeit, das ist das Problem. Und Zeit ist schwierig und Zeit finde ich auch jetzt in diesem Falle so als Geschenk, was man jetzt kriegen kann. Ja, wie gesagt, sieht das aus mit ehrenamtlichem Engagement? Da gibt es ja zum Beispiel den Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zum Beispiel oder letztendlich alle möglichen, die Freunde des Nahverkehrs oder die Freunde letztendlich der Dampfeisenbahn. Irgendwie gibt es da irgendwelche Interessen, wo Sie sagen, da möchte ich gerne mit einsteigen? Naja, das sieht ja jetzt so aus, als wenn ich mich irgendwo aufdrängeln wollen würde. Also es gibt zumindest keine Anfrage. Insofern würde ich sowieso nur das machen, wenn mich einer darum bittet, das zu machen. Ansonsten würde ich mich nirgendwo irgendwie aufdrängeln. Das Zweite ist, das habe ich eben vergessen, ich muss natürlich auch jetzt Sport treiben, Fahrrad fahren, weil ich das so sage. Ich glaube, ich muss jetzt mal irgendwann mal mit dem Fahrradfahren anfangen. Also ich bin in der Jugendzeit viel Fahrrad gefahren, jetzt eine ganze Weile gar nicht. Aber wie gesagt, wenn man jetzt nicht mehr so diesen positiven Stress hat, dann muss man natürlich auch mal sehen, dass man Ausgleich schafft. Ich glaube, das muss ich wohl auch in Angriff nehmen. Es ist zwar wie Silvester, dass man über Dinge nachdenkt, was müsste man machen. Aber das wäre sowas, was ich mir so ein Stück weit vorgenommen habe. Und arbeitsmäßig, da gucke ich mal. Also wenn ich kann es mir jetzt aussuchen, glücklicherweise, und dann muss man gucken, was interessant ist und was auch so in die eigene Familienplanung passt. Denn jetzt muss ich auch ein Stück weit natürlich auch für die Familie auch da sein und nicht so, wie es in den letzten Jahren war, da war Arbeit hatte schon einen großen Stellenwert. Das muss ich auch irgendwie berücksichtigen und das in Einklang zu bringen, ist eigentlich kein Problem, aber es wird auch funktionieren. Gibt es eine Botschaft noch? Gibt es vielleicht noch so eine Nachricht, die Sie gerne auch sozusagen der Schweriner Kommunalpolitik hinterlassen wollen? Naja, ich würde erstmal gerne sagen, ich würde es sehr schön finden, wenn die Fahrgäste uns die Treue halten, auch meinem Nachfolger und all unseren Mitarbeitern. Das ist das Fundament für alles und wir machen ja auch alles dafür. Das ist ja der Job. Und wenn man dem Unternehmen was Gutes tun will, dann sollte man ihn benutzen und damit ist eigentlich schon am meisten getan. Das trifft auch für die Kommunalpolitiker natürlich selbst zu. Die sollten natürlich möglichst auch alles dazu beitragen, wie in den letzten Jahren auch. Das muss ich mal sehr positiv sagen. Das, was so gemacht wurde, die Verwaltung, auch von der Oberbürgermeisterin und dem Oberbürgermeister angefangen, bis hin zu den in der Verwaltung, aber eben auch die Politik, haben unheimlich viel in Zusammenarbeit mit uns dazu beigetragen, dass es dem Unternehmen so gut geht. Wenn das so weitergeht, dann wäre ich persönlich schon hochzufrieden und ich glaube, mein Nachfolger kann damit auch zufrieden sein. Noch eine Botschaft an die Mitarbeiter aus der Traditionsbahn von 1926? Ach was, unsere Mitarbeiter, das werde ich Ihnen auch nochmal persönlich sagen. Das war also... Die Menge der Leute, die überwiegende Mehrheit der Leute waren total engagierte Mitarbeiter, ganz, ganz viele. Ich habe noch sehr viel Kontakt auch zu unseren ehemaligen Mitarbeitern, auch aus den Veteranen. Nicht nur unsere eigenen Mitarbeiter, sondern auch aus den Verwaltungen. Also sehr positiv muss ich sagen, das gibt unheimlich viele Engagierte. Also man kann jetzt keine Einzelnamen. Frau Klemme nenne ich mal als eine, als meine Vertreterin, weil ich mit der 20 Jahre
sehr intensiv zusammengearbeitet. Und Frau Grade vielleicht als meine Assistentin, die auch 20 Jahre inzwischen hier zusammen gearbeitet haben. Also das sind schon super Leute und das hoffe ich auch, dass das über die nächsten Jahre noch so weitergeht für die, die dabei sind. Bei Herrn Eisenberg bin ich da guter Hoffnung. An vielen Stellen habe ich die Vorzüge der Mitarbeiter auch schon rübergebracht und ich hoffe, dass das auch dann in der Zukunft so bleibt und dass unsere Mitarbeiter auch mit dem neuen Chef dann entsprechend gut klarkommen und dass sie auch weiter Freude an ihrer Arbeit haben werden. Ja, Herr Klatt, an dieser Stelle auch natürlich vielen Dank. Vielen Dank auch von uns als Fernsehsender. Sie waren für uns auch immer ein fairer Partner. Es hat Spaß gemacht. Wir wissen, dass der Nahverkehr für Schwerin natürlich Bedeutung hat, für unsere Bilder auch, weil ob es nur das Petermännchen ist, ob es Busse sind oder Straßenbahnen, sie sind immer präsent mit auf unseren Bildern, wenn wir über die Stadt berichten. Es hat Spaß gemacht, auch dieses Gespräch. Herr Klatt, vielen Dank und weiterhin natürlich viel Erfolg. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein Wort. Ich würde den Dank erstens sowieso zurückgeben. Das ist ja immer ein Geben und Nehmen sowieso. Aber ich habe den Dank an viele Leute jetzt nicht nochmal explizit rübergebracht. Es ist tatsächlich so, man kann alleine nichts erreichen. Man erreicht immer nur was in der Gemeinschaft, im Team. Und das war auch die ganze Zeit so. Und da gab es viele Teams, die unheimlich gut zusammengearbeitet haben die ganze Zeit. Und dafür bin ich sehr dankbar und dafür bedanke ich mich auch nochmal persönlich. Ja, ich glaube, die Botschaft ist rübergekommen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört. Norbert Klatt, ein Teamplayer, verlässt den Nahverkehr Schwerin. Es geht natürlich weiter mit dem Nahverkehr Schwerin und wir bleiben für Sie dran. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, hier aus der Traditionsbahn, 1926 gebaut, Sonderfahrt Schwerin.